US-Präsident Donald Trump hat sich am Montag zum 17-jährigen Tatverdächtigen Kyle Eyre geäußert, der vergangene Woche in Kenosha zwei Menschen erschossen haben soll. We're looking at all of it. That was an interesting situation. You saw the same tape as I saw. Wir sehen uns das alles an. Das war eine interessante Situation. Sie haben dieselbe Aufnahme gesehen wie ich und er versuchte, ihnen zu entkommen. Es sah so aus, er fiel und dann haben sie ihn sehr heftig angegriffen. Wir sehen uns das an und es wird untersucht. Aber ich vermute, er war in großen Schwierigkeiten. Er wäre wahrscheinlich getötet worden. Aber es wird untersucht, es wird ermittelt. Der Anwalt von Kyle Eyre spricht von Selbstverteidigung. Der 17-Jährige muss sich nun vor Gericht verantworten. Der US-Präsident will am Dienstag nach Kenosha fliegen. Hier war es seit dem Tod des Afroamerikaners Jacob Blake durch einen Polizisten zu gewalttätigen Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus gekommen. Trump pocht darauf, Recht und Ordnung herzustellen. Der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, und der Bürgermeister von Kenosha, John Antaramian, hatten Trump dazu aufgerufen, seinen Besuch abzusagen.